Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute werden wir mit dem Mazda RX-8 das der Koloss-Rennen fahren und der Marathon. Ah ja, übrigens, wir sind hier bei meinem Haus. Das lassen wir mal so. So. Leute, ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann diese fette Villa in... Ich habe schon wieder vergessen, wie die Stadt heißt. Hier ist sie nochmal. Edinburgh. So, wo haben wir unser Rennen? Hier. Vielleicht können wir auch noch den Schweinefund hier mitnehmen. Wird ziemlich cool. Schon ziemlich gespannt, was uns hier bei Schweinefund erwartet. Wie sieht der RX-8 eigentlich von innen aus? Naja, gar nicht mal so schlecht. Die Abbiegen. So, da mal schauen. Hier ist er schon einmal nicht. Mal gucken, ob wir ihn so schnell finden. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwo hier ist. Bei nächster Gelegenheit wenden. Aber ganz so sicher bin ich mir da auch nicht. Reifenquietschen abgeschlossen. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, wo ist er denn? Das ist sie bestimmt nicht, oder? Nö. Obwohl, sieht er genau aus wie eine Scheune. Nur eben etwas anders als für die anderen. Hier ist sie. Die Scheune neben der Scheune. Hast du ihn? Super, bleib dort, ich komme. Was haben wir denn da jetzt? Bin gespannt. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ist das so ein... Sieht wie ein Raumschiff aus. Könnte ein TVR sein. Aber setzen wir ihn erstmal zusammen. Hilf mir mal. Wollte ich gerade sagen, könnte so ein TVR sein. Nicht nur könnte, ist er bestimmt. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Wir fahren hier geradeaus. Mazda RX-8 sieht er gar nicht so schlecht aus. In einer anderen Farbe, aber ich weiß nicht welche. Würde er vielleicht noch etwas besser aussehen. Naja, mit dem RX-8 ein bisschen Autobahn fahren. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ah ja, wir sind in England. Nee. Gibt's das? Wo muss ich jetzt fahren? Links, ja, warum kommen die mal das? Als Geisterfahrer entgegen? Keine Ahnung. In 400 Metern rechts. Eine Einflusstafel. 3000 Einfluss. Naja, Schülergenuss, ja, noch genug ab. Soll ich diesen Schweinefund hier auch noch suchen? Aber ich weiß nicht. Machen wir ein anderes Mal.
Wohl interessieren wird's mich schon, was da drin ist. Aber wie gesagt, ein anderes Mal. Gibt's das, dass er jetzt 800 mal die 200 schafft? Oder ist das nur, weil es hier aufwärts geht? Naja, dass er so langsam ist, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, die 200 müssten schon drin sein. Was haben wir hier für ein Schild? Schnellreisetafel. Jetzt komm raus da. Kommst du da rauf? Ja, das ist cool. Komm, 200 müssten wohl drin sein. Gibt's ja nicht, dass du so langsam bist. Im Kreisverkehr. Ja, 200 haben wir fast geschafft. Du hast Nadelöhr. Draufgänger. Naja, jetzt geht er wenigstens ein bisschen schneller. 230. Kann er driften? Ja, kann er. Aber nicht gut. Ja, und gleich sind wir bei unseren Kolossus-Rennen angekommen. Bin schon gespannt drauf, was der Unterschied ist zwischen anderen. Unser schöner RX-8. Wisst ihr, woran ich in dieser Jahreszeit denke, Horizon? Wenn die Luft kühl ist und die trockenen Blätter unter den Füßen rascheln und wir diese goldenen Sonnenuntergänge erleben dürfen? Musik, Rennen, Partys. All die Dinge, an die ich auch sonst denke. Sorry, Leute, wenn ihr anderes erwartet habt. Skunk ist kein komplizierter Typ. Nach diesem Song bin ich wieder da. Hier auf Base Arena. Ja, Leute, es ist nur Herbst, aber nicht mal lange. Dann haben wir wieder Winter. Den ich mich schon freue. Da haben wir wieder einen neuen Schein gefunden. Hoffe ich mal. Wäre schon cool. Du hast dein Ziel erreicht. Dann starten wir mal das Rennen. Die Musik finde ich immer cool im Forza. Schalten nicht vergessen. Ja, Leute, in den letzten Rennen hat das mit den guten Platzierungen nicht mal so gut geklappt. Weiß und warum. Aber heute haben wir ein etwas langsames Auto, mit dem müsste er sich ja besser fahren lassen. Hoffe ich mal.
glaube, ich hätte ein anderes Auto auswählen sollen. Naja, auf dem vierten Platz sind wir ja schon mal. Feld Nummer 3. Drei Plätze noch aufholen? Das wäre schon ziemlich cool. Und ganz so weit vorne sind sie ja nicht. Ja, geht ja wohl. Erster. Naja, jetzt natürlich nicht mehr. Naja, ich glaube, die Rennen hier sind ein bisschen länger. Aber gegen längere Rennen habe ich ja nichts. Finde ich ziemlich cool. Das hier ist der Staudamm, wo man übers Wasser fährt. Ja. Nee, doch nicht. Ja, doch. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das Wasser jetzt nicht gesehen habe, aber egal. Da wird 1 Million am Konto und bis zu 15 Millionen, was das Schloss hier in Edinburgh kostet, ist es noch ein weiter Weg. Bin mal gespannt, wie lange ich dafür brauchen werde. Bestimmt noch etliche Folgen. Aber egal. Ich will es unbedingt haben. Solange ich euch derweil unterhalten kann, passt das ja. Genug unterschiedliche Autos haben wir ja, damit uns nicht langweilig wird. Nee, komm. Ich will jetzt nicht wieder meine Führung verlieren. Das Wetter gut und schön, aber erster gefällt mir besser. Schön hinten bleiben. Hier vorne ist kein Platz für dich. Du mit deinem Mercedes da.
zu weit zurückgeschalten. Nicht gerade so gut, wenn wir gewinnen wollen. Aber weit bis zum Ziel ist es ja nicht mehr. Ah, jetzt wusste ich nicht mehr wohin. Sind wir jetzt wieder in Edinburgh? Sieht fast so aus. Ne, jetzt komm. Ich will Erster werden. Das nur wegen so einem blöden Fehler von Ziel. Das spule ich jetzt mal lieber zurück. So sieht es ja schon besser aus. Und ja Leute, den ersten Platz haben wir uns jetzt wohl verdient. Das war unglaublich. Rebecca hätte auf dem ganzen Festival keinen besseren Straßenrennfahrer finden können. Also sag mal, wie fühlt es sich an, Horizons neuer Straßenrenn-Champion zu sein? Gut. Bin ich ganz zufrieden. So, und jetzt noch schnell zu dem Marathon. Der Marathon, wo bist du? Kolossus der Marathon. Naja, klar, ganze Runden hier. Aber egal. Scharf rechts abbiegen. Fahren wir heute eine kleine Runde spazieren. Eine kleine Reise durch London bei Nacht. Warum nicht? Sieht doch schön aus. Könnte fast so richtig romantisch sein. London bei Nacht. England bei Nacht. Oder Edinburgh bei Nacht. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Naja, eine Frau haben wir sogar auch, Anna, die uns begleitet. Das ist nicht romantisch. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ja, meine liebe Anna. Ich dachte mir gerade, was macht denn der da? Und im gleichen Moment mache ich das gleiche nach. Naja, jetzt weiß ich ja wohl, was er gemacht hat. Auf jeden Fall nichts Gutes. Ja Leute, nächstes Mal nehmen wir wieder mal etwas Schnelleres. Nicht so ein lahmes Auto. Sorry. In 400 Metern rechts abbiegen. LKWs wären auch mal cool. Rechts abbiegen. Baureihe mit LKWs fahren.
Dann können wir nächstes Mal machen. Oder morgen. Ich bin so mal gespannt, wie die sich fahren lassen. Nehmen wir das Schild mit. Kommt doch an, wo es ist. Wenn wir da raufkommen. Vielleicht mit ein bisschen Schwung. Alter Falter, Schwung. Straßenrennfahrer, hier ist ja, das sieht gut aus. Auf dem einzig wahren Sender, Race Arena. Hier haben wir es ja. Jo, anscheinend hat einer von wieder eine Einflusstafel. Komm raus aus dem Wasser. Aber es klingt episch und es heißt, dass der Sieger der neue Straßenrenn-Champion ist. Das ist cool. Für natürlich sind wir Champions. Was redet denn das Radio da? Dafür hört ihr ab jetzt nur noch Base Arena. Kein Wenn und Aber. Abgemacht! In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Leute, zockt ihr eigentlich noch selber Forza? Weil das ist ja schon ziemlich lange draußen. Zwei Kilometer noch, dann haben wir den Marathon erreicht. Ich hoffe mal, das Rennen klappt so reibungslos wie das vorige. Und wir werden Erster. Dafür, dass wir jetzt mal keine Lambo fahren, das Auto nicht zu schnell ist, müsste es ja klappen. Oder was meint ihr? Du hast dein Ziel erreicht. Straßenzähne, der Marathon. Ja, mal gucken. Das Spiel könnte wirklich mal schneller laden. Ja, jetzt komm schon. Ich möchte fahren. Natürlich rennen starten. Was denn sonst? Natürlich wieder voll verschalten. Und das gleich am Anfang. Sieht man ja. Ja Leute, gleich am Anfang des Rennens letzter. Sieht da nicht so rosig aus. Aber wir haben ja noch genügend Zeit, um auf den ersten Platz zu kommen. Hier haben wir schön das Festivalgelände gefahren. Vielleicht hilft dir ein bisschen Windschatten was. Nee, ich habe eh gebremst. Nur anscheinend nicht fest genug. Sorry. Nee. Warum schaltet er jetzt auf den Rückwärtsgang? Achten Platz hätten wir schon mal.
Nee, so geht das nicht. Du bleibst schön hinten. Natürlich wieder mal zu weit zurückgeschalten. Könnt ihr da vorne bitte mal auf mich warten? Nee. Ich dachte, das geht so. Lass mich doch wenigstens ein bisschen aufholen. Naja, schaffen können wir es ja noch. Wir haben ja schließlich noch mehr als das halbe Rennen vor uns. Wenigstens sind wir jetzt wieder hinten dran. Einen Platz haben wir ja gut gemacht. Zwei. Sorry. Drei, vier. Und wir sind jetzt wieder in Rennen. Ja, das sieht ja mal sehr gut aus. Ich dachte mir eigentlich, dass das hier in diesem Rennen heute das wird, aber anscheinend doch. Bloß nicht aufgeben. Ja, erster. Was will man denn mehr? Ah, das sieht nicht gut aus. Komm, bleib hinter mir. Die Uhr wird zwar besser sein können, aber es passt schon so. Alter Schwede, das Rennen ist wirklich lang. Ich dachte mir nicht, dass es hier so lang wird. Thank you.
Nee. Naja. Alter, 7 Minuten fahren wir jetzt schon. Wir haben erst gerade mal 64%. Und der da vorne fährt man schon wieder davon. Gefällt mir nicht gerade so. Komm. Nee, wieder vergessen zu schalten. Jetzt kommen wir zwar nicht so weit weg. Das war nicht gut. Oh, da kommt ja noch eine Kurve. Und da sind wir Erster. Bis zum Ziel ist es nicht mehr weit und wir sollten uns jetzt ein bisschen zusammenreißen. Prozent noch. Da vorne ist das Ziel. Und gewonnen. Gibt's dafür jetzt auch einen Erfolg? Wow, das war ganz okay, schätze ich. Ja. Super Wheelspin. Hoffentlich was Cooles. Ach nee, Kleidung und Tänzer. Der Super Wheelspin war mal voll umsonst. Aber wir haben neue Rennen. Was ist das? Komm. Ach nee. Jetzt komm. British Racing Green. Ja, hört sich cool an. So, danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo hier.